Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute wieder an meiner Seite der Elias Leppe vom YouTube-Kanal Elias Vegan 5.0. Hallo lieber Elias, schön, dass du Zeit gefunden hast. Grüß dich, liebe Silke und guten Morgen an alle Zuschauer da draußen. Ich hatte ja schon kürzlich ein Video mit dir veröffentlicht. Da haben wir über natürliche Geburt, natürliche Ernährung für Kinder gesprochen. Da hast du auch so ein bisschen aus einem Nähkästchen von deiner Familie geplaudert, wie das deine Mama gemacht hat. Deine Eltern leben ja schon ganz lange vegan, du und deine Brüder ja auch schon seit Geburt eigentlich an. Und ja, das ist auf alle Fälle ein sehr interessantes Video geworden. Das verlinke ich auch mal oben in den Infokarten. Du bist ja auch die erste Zeit deines Lebens, du wurdest lange gestillt, 3,5 Jahre. Und bist dann quasi dann in die Früchtekost übergegangen. Du hast praktisch dein erstes Lebensjahr nur Früchte gegessen. In Peru, wo er damals noch war, reife Früchte, Mono vor allem. Also alles immer einzeln, mochtest lange Zeit überhaupt nichts Gemischtes, das hat sich dann auch so in der Kindheit, Jugend eigentlich fortgezogen. Und wir hatten auch schon mal privat gezoomt und hatten uns auch ein bisschen ausgetauscht. Und dann habe ich auch gemerkt, dass du sehr fasziniert bist von Arnold Ehret und der schleimfreien Heilkost. Genau. Ich meine, du bist ja so vegan vollwertig aufgewachsen. Dann hast du erzählt, deine Eltern sind auf einmal auf Rohkost umgeschwenkt. Dann hast du das auch für dich so ein bisschen getestet. Aber meine Frage ist, wie seid ihr auf Arnold Ehret, auf die schleimfreie Heilkost aufmerksam geworden? Einerseits war die Rohkost natürlich immer sehr präsent bei uns, weil wir oder meine Eltern 3 Jahre in Peru vollkommen rohkostlich sich ernährt haben und da schon gemerkt haben, wie klar der Kopf wird, wie viel Energie man plötzlich hat. Aber sie haben damals noch nicht das Wissen gehabt, dass sie sagen, sie setzen das um für ewig, speziell wie sie dann zurück nach Österreich gekommen sind und auf einmal diese ganze Früchtevielfalt nicht mehr im Garten gehängt ist, sondern eher kargeres Gemüse und Obst immer im Garten gewesen ist, wenn man dann auf einmal in Österreich wieder sitzt. Da spielt es dann nichts mehr mit Mangos und Avocados und Papayas und Bananen und Co. Und dann sind sie eben wieder zurück zur veganen Kochkost gegangen, aber auch immer einen großen Teil roh. Also es wurde nicht alles gekocht, sondern es wurden trotzdem viele Salate gegessen. Wir haben trotzdem sehr viele Wildkräuter gegessen. Und ja, letztes Jahr war es eben so, dass die Rohkost wieder stärker herangekommen sind. Da waren sie in Kroatien im Urlaub und dann haben sie auch gemerkt, eigentlich braucht man, speziell wenn es heißes Wetter ist und so, dann braucht man gar nicht wirklich was kochen. Da ist man mit ein bisschen Wassermelone und ein paar Pfirsichen und ein paar Feigen, die dort wachsen, ist man eigentlich schon glücklich. Und wir haben dann vor circa einem Jahr den Maxim kennengelernt, beziehungsweise einfach mal seine Videos angeschaut, also Maxim Burkhardt, der ja auf seinem Video sagt, dass er nur noch 300 Kalorien alle 3-4 Tage braucht. Wobei das ja schon vom aktuellen Update relativ weit hinten ist. Mittlerweile sind es ja 0 bis 100 Kalorien in der Woche. Und das hat uns einfach fasziniert, weil es wieder ein Punkt gewesen ist, wo wir gesagt haben, wir können unabhängig von da draußen sein. Ich bin jetzt schon relativ unabhängig, ich muss jetzt nicht einkaufen gehen, ich müsste nicht einkaufen gehen, ich kann in meine Wiese einkaufen gehen, ich kann dort mir die Brennnesseln pflücken, ich kann mir dort den Schnittlauch holen und die ganzen verschiedenen Kräuter, egal ob jetzt Schafgarbe, ob jetzt Löwenzahn, Giersch, wächst ja alles in Hülle und Fülle. Und auf jeden Fall hat uns der Maxim da eigentlich sehr stark getriggert. Und dann haben wir uns seine ganzen Videos angeschaut und haben so Gedankenspiele gemacht, wie viel Freizeit da auf einmal aufkommen könnte, wenn man so wie er zum Beispiel nur noch eine halbe Stunde bis Stunde Schlaf brauchen würde. Allein da würde man auf einmal 7, 8 Stunden am Tag dazu gewinnen. Und deswegen haben wir uns dann mit den verschiedensten Themen auseinandergesetzt. Und zusätzlich zu Maxim war natürlich noch der Marlon von War Future, der da auch ein Pionier in diese Richtung ist, glaube ich. Und dann gab es noch den Mr. War, also den David, ich weiß nicht, wie er sich ausspricht. Und dann kam eben auch der Arnold Ehret und da gibt es dieses 4,5-Stunden-Video, was quasi ein Hörbuch von der schleimfreien Heilkost ist. Und dann haben wir gesehen, wir haben sogar das Buch von ihm
in unserer Bibliothek quasi stehen und haben das dann auch gelesen. Und dann haben wir immer mehr in diese Richtung und gemerkt, der bringt es eigentlich auf den Punkt. Mhm. Der bringt all diese YouTuber oder diese Ideen, die wir in letzter Zeit da draußen gehört haben, auf den Punkt, ohne viel und um den Brei zu reden, sondern da haben wir es. Und ja, das hat uns einfach fasziniert und dann haben wir angefangen, einfach zu experimentieren wieder. Und dann isst man einfach mal 3 Wochen lang Rohkost und probiert danach wieder was Gekochtes. Auf einmal wehrt sich der Körper dagegen. Und im Prinzip ist es genau das, was ich denjenigen sagt, die oder denjenigen gesagt habe, die auf vegan umstellen wollten. Ich habe gesagt, verzichte einfach mal 3 Wochen auf Milchprodukte und schau, wie es dir danach geht, wenn du plötzlich wieder Milchprodukte zu dir nimmst. Und im Prinzip ist es genau dasselbe, nur einen Schritt weiter, ein Level höher. Und somit habe ich eigentlich dasselbe Prinzip, was ich anderen oder wenn ich jemandem geholfen habe, auf die vegane Ernährung umzustellen, habe ich für mich anwenden können. Nur habe ich eben Gekochtes weggelassen, habe ich Stärkehaltiges weggelassen, habe ich Salz weggelassen. Salz war ein sehr starker Punkt bei mir, vor allem weil ich, also jetzt nicht, weil ich Salz so liebe, sondern weil ich Sojasauce so sehr geliebt habe. Und es ist natürlich nicht so salzreich, wie wenn ich jetzt direkt das Salz drüber gebe, aber es ist trotzdem, man merkt es einfach. Und so haben wir dann einfach die verschiedensten Experimente durchgemacht und haben gemerkt, okay, wenn wir dann auf einmal sehr stärkerhaltiges essen, dann sind die Augen ganz zugeklebt in der Früh und dann muss man sich das Gesicht viel gründlicher waschen auf einmal. Oder man merkt, dass es auf einmal dumpf wird im Kopf, wie wenn einem jemand Styropor ins Gehirn reingedrückt hat. Und ja, so haben wir uns einfach gemeinsam, teilweise als Familie, also nicht alle in der Familie, aber einige, da experimentiert und weiterentwickelt. Und mittlerweile, sage ich jetzt einmal, bin ich zu 90-95% Rohkost, aber trotzdem schleimfrei. Also zum Beispiel Brennnesseln dünste ich mir manchmal ganz gerne an. Mhm. Aber da nehme ich 2 Zentimeter in einem Topf, die mache ich einmal heiß, gebe die Brennnesseln rein, drehe die 1 Minute, und dann drehe ich das wieder ab. Also ich koche jetzt nicht ewig, sondern ich dünste nur ein bisschen. Einfach nur, damit diese Brennstoffe weggehen, weil mir das am Nerv geht, dass ich bei jedem Nudelwalker drüber fahren muss. Wenn ich in der Natur bin, dann mache ich es eh mit der Hand und dann schärfe ich so mit der Hand und esse die roh. Aber wenn ich dann größere Mengen einfach mal essen möchte, merke ich einfach, auch wenn sie gedünstet sind, dann putzen sie den Darm ganz gut durch. Und was mich halt noch bei Arnold Ehret fasziniert hat, ist, dass der erstens das schon so früh gemacht hat, also Anfang 20. Jahrhundert, dass der da schon so vielen Menschen geholfen hat und eigentlich den Menschen, die zum Sterben nach Hause geschickt worden sind, dass er die wieder aufgepäppelt hat. Ja. Und vor allem, dass er Krankheiten geheilt hat, wo ich war der Meinung, es gibt keine Krankheit, die man nicht heilen kann. Aber ich habe Blindheit und Taubheit zum Beispiel nicht dazu genommen. Und er schreibt ja in seinen Büchern, dass er auch Blinder und Taube durch die Ernährung wieder zum Sehen und Hören gebracht hat. Mhm. Und das war noch einmal ein Level, wo ich mir gedacht habe, wow, also das geht dann wirklich in die Richtung, wo ich hin möchte. Einen wirklich gesunden Körper zu haben. Und ich habe im vorherigen Video, ich weiß nicht, ob ich es miterzählt habe, ich habe mir meinen Namen selber ausgesucht in Peru. Also da ist eine Frau ja aufs Grundstück gelaufen und hat gesagt, da ist ein Kind, das schreit um Hilfe. Und ob es mit mir reden kann. Und dann hat Mama und Papa zugestimmt, die haben mit mir im Bauch geredet. Und da habe ich mir einerseits meinen Namen selber ausgesucht und zweitens habe ich ihr gesagt, dass ich noch enorm viel vorhabe und deswegen endlich rauskommen möchte. Und also dass ich quasi große Pläne in meinem Leben habe, und dann habe ich auch in meinem Leben, nachdem ich ja das auch von meinen Eltern gehört habe, lange überlegt, was ich da selber als Kind im Bauch gemeint habe. Und mittlerweile ist es in meinen Augen oder mein Gefühl, dass ich die Aufgabe mir genommen oder gegeben habe, den Menschen wieder zu zeigen, dass man deutlich älter und nicht nur alt werden kann, sondern alt, jung und gesund bleiben kann. Mhm. Und da sollte man vielleicht generell dieses Wort alt einmal aus dem Wortschatz ausstreichen. Und ich sage immer, ich bin 23 Jahre jung. Und wenn man mich fragt, wie alt ich werden möchte, sage ich, ich habe 2,3% meines Lebens erreicht. Also zwischen 900 und 1000 Jahre ist das, was ich erreichen möchte.
Für mich in meinem Kopf ist das keine Utopie mehr. Das ist für mich eigentlich vollkommen logisch, dass das möglich sein muss. Aber Arnold Ehret hat mir da wirklich Hoffnung gegeben oder wieder einen weiteren Baustein in die Hand gedrückt, wo ich sage, das ist mehr als nur möglich, das müsste eigentlich Normalität sein. Mhm. Und er hat ja zum Beispiel auch gesagt, nachdem er sich 2 Jahre strikt rein nur von Obst ernährt hat, konnte er sich mit einem Messer in den Unterarm reinschneiden und das hat weder geblutet, noch hat es wehgetan und innerhalb von 2 Tagen hast du nicht einmal mehr gemerkt, dass da eine Wunde war. Hm. Und ich habe schon in vielen Büchern von eben solchen Fähigkeiten gelesen, aber nie einen Menschen, der mir logisch und einfach erklären kann, wie man das erreichen kann, ohne jetzt geistige Entwicklung zu vollziehen, sondern das Ganze auf dem physischen Weg. Ich meine, natürlich gibt es verschiedenste Geistpraxen oder ich sage jetzt einmal Trainingstempels, wo man die verschiedensten Fähigkeiten erlernt. Also mein Papa war ja in Japan zum Beispiel, wo er durch diese ganzen buddhistischen Klöster oder diese eigentlich gesperrten Tempelanlagen rein durfte, weil er hat einen Freund, der von diesem Rang dort sehr hoch war. Und wenn der seine Mönchskutte angezogen hat, dann sind alle Tore auf einmal offen gewesen. Und so diesen Film, die 43 Kammern der Shaolin oder so, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Kammern das waren, aber da gibt es einen Film, wo es so die ärgsten Trainings, wo die Leute da mit einem oder die Mönche mit einem Finger einen Handstand machen oder auf einmal 4 Meter hochspringen müssen und so weiter. Und der Papa war in diesen ganzen Tempelanlagen drinnen und da gab es diese irrsinnigen Trainings eigentlich, wo es dann das Unmögliche möglich gemacht wurde. Und da gab es zum Beispiel auch einen Wächter in einem Tempel, der ist in einem komplett zugemauerten Türmchen gesessen und hat nichts anderes getan, als da drinnen zu meditieren. Der hat nicht nach draußen gesehen. Und jedes Mal, wenn sich irgendjemand den Tempel genähert hat, der nicht dorthin sollte, hat er den gedanklich gespürt und hat ihn einfach wieder umdrehen lassen. Mhm. Und er ist wieder weggegangen. Das war seine Aufgabe, das waren dort die Wächter. Und der Arnold Ehret hat mich einfach da bestärkt und ich glaube auch, dass er selber in diese Richtung sehr stark geforscht hat. Und auch das Unmögliche oder diese menschlichen Fähigkeiten, die wir in meinen Augen jeder damals hat oder jeder bei Geburt mitbekommt, dass man die dadurch durch seine Heilkost plus geistige Arbeit wieder erlangen kann. Und das ist eigentlich der Hauptmotivator, den ich habe durch Arnold Ehret. Also es ist eine schöne Lebensaufgabe. Generell so deine Gedanken dazu, die du jetzt hast und wo Arnold Ehret dich auch nochmal sehr motiviert und inspiriert. Und ich frage mich manchmal, wenn der heute mal Mäuschen hier spielen könnte, der würde die Welt nicht mehr verstehen. Ich meine, er hat ja damals schon die Ernährungsweise und Lebensweise angeprangert. Das war vor über 100 Jahren. Und heute hat sich das ja noch viel mehr intensiviert, also verstärkt, aber in eher eine sehr negative Richtung. Ne? Sehr viele chronische, kranke Menschen. Es gibt kaum richtig, wirklich richtig gesunde Menschen. Ich habe auch mal gelesen, es gibt kaum Menschen, die noch wirklich richtig reines Blut haben. Irgendwo sind immer Mikroplastik oder irgendwelche Giftstoffe. Also ja, wir sind halt Giftstoffen unser ganzes Leben ausgesetzt. Deswegen ist ja auch die Entgiftung so wichtig oder wenigstens auch wirklich so eine Ernährung, dass wir uns nicht noch mit einer ungesunden Ernährung überlasten. Ne? Und ich meine, der Maxim, da ist ja noch ein Schritt weiter. Ich habe mir auch schon ein paar Videos angeschaut. Wir hatten uns ja auch schon privat unterhalten. Ricardo hat ja auch schon einiges erzählt, dein Bruder. Das ist ja nochmal ein sehr, sehr hohes Level. Das können sich wahrscheinlich viele Menschen nicht vorstellen, weil sie eben noch gewisse Schranken im Kopf haben. Oder ich meine, nur weil Menschen bestimmte Dinge nicht verstehen können, mit ihrem Horizont nicht begreifen können, was ja auch verständlich ist, wenn man so, sage ich mal so, mit dem Wissen unten gehalten wird. Aber es heißt ja nicht, dass es das nicht gibt, dass das nicht existiert. Es gibt so viel mehr auf dieser Welt, auf dieser Erde, was wir nicht für möglich halten. Ich denke mal, dass da die Grenzen nochmal eigentlich verschoben werden müssen. Und das Bewusstsein gehört eben auch dazu. Und ja, der Arnold Ehret hat auch Bewusstseinsarbeit betrieben. Ne? Gerade so diese spirituellen Einblicke, auch diese geistigen Einblicke, ist schon sehr, sehr faszinierend. Na, ihr habt ja auch... Es gibt ja das Buch Schleimfreie Heilkost. Also ich habe mir das vor 20 Jahren noch richtig als
richtiges Buch gekauft. Das gibt es ja mittlerweile auch kostenlos als PDF. Die Schriften sind ja nicht, die sind ja frei. Also ich werde das kostenlos Schriften von Arnold Ehret auch mal unten verlinken. Da gibt es auch Fastenbriefe. Sind auch, oder gibt noch das E-Book oder die PDF vom Kranken zum gesunden Menschen. Also wenn man sich über die Schleimfreikost oder über Arnold Ehret informieren möchte, da gibt es auch viele kostenlose Schriften. Auch die zwei Bücher Gesunde Menschen Teil 1 und 2 finde ich sehr auf den Punkt gebracht. Gerade auch im zweiten Teil, wo es eben auch um die spirituelle und geistige Entwicklung ging. Also als ich das erste Mal gelesen hatte, hatte ich richtig Gänsehaut gehabt. Das hat mich wirklich immer richtig mitgenommen. Überhaupt seine Sprache, wie er Dinge ausdrückt, das war mir immer sehr vertraut. Also ich meine, er ist ja auch, wenn man bedenkt, er ist ja 1866 geboren, 1921 verunfallt, sagt man. Er hat ja in einem ganz anderen Zeitepoche gelebt als wir jetzt. Da herrscht ja noch ein ganz anderer Zeitgeist. Aber ich habe mich da, viele fühlt sich das vielleicht befremdlich an, auch die bestimmte Ausdrucksweise, wie er sich zu bestimmten Dingen positioniert. Aber es war damals ein anderer Zeitgeist, das muss man wissen. Aber ich habe mich da immer damit sehr verbunden gefühlt, weil mich die Zeit damals so um 1900 oder generell die Gründerzeit auch sehr fasziniert hat als Kind und ich auch schon mich viel damit beschäftigt habe, auch Schriften aus dieser Zeit, andere Schriften gelesen habe. So war mir Arnold Ehret doch sehr, sehr vertraut. Und das war auch ein Visionär seiner Zeit. Er war seiner Zeit voraus. Und manche munkeln ja, dass er deswegen gehen musste wieder. Also 1921 war das, glaube ich, genau. Weil er doch zu viele Menschen erreicht hat und die Menschen sehr begeistert waren. Er hat ja Vorträge gehalten. Er hatte, glaube ich, auch ein Sanatorium. Das war, glaube ich, noch in der Schweiz, wo er die Menschen geheilt hat. Ne? Und auch als er ist er dann, ich glaube, vor dem Ersten Weltkrieg oder 1914 in die USA und ist dann, weil der Erste Weltkrieg ja ausgebrochen ist, ja in den USA geblieben, aber hat dort eben weiter Experimente gemacht, Vorträge gehalten, hat da so eine gewisse Anhängerschaft versammelt und ja. Er wurde ihm wurden ziemlich sicher viele Steine in den Weg gelegt und er wurde sicher auch sehr stark unterdrückt. Aber was mich vor allem auch fasziniert, ist, dass er das so einfach erklärt. Und eigentlich denselben Satz genommen hat, wie ihn jeder Naturforscher da draußen genommen hat. Egal, ob es ein Viktor Schauberger ist, ob es ein Nikola Tesla ist oder ein Arnold Ehret, die haben alle gesagt, alle, die irgendwie in der Natur draußen sind, auch der Erwin Thoma zum Beispiel, haben gesagt, du musst die Natur kapieren und dann kopieren. Speziell der Viktor Schauberger hat das eigentlich gesagt. Aber es geht dann weniger um das Gesagte, sondern das, was sie gemacht haben. Und der Ehret hat ja auch geschaut, was machen Tiere, wenn sie krank sind? Was macht jedes Lebewesen da draußen, wenn es krank ist? Es fastet. Und das hat mir so eingeleuchtet, das ist eigentlich logisch. Das wird ja ein Tierreich auch, ein Tier krank ist auch nichts trinken, ne? Ja, genau. Also richtiges Fasten bedeutet eigentlich, nicht zu sich zu nehmen und den Körper heilen zu lassen. Genau, weil einfach die Verdauung so viel Energie braucht und das ist auch logisch. Wenn man sagt, Verdauung braucht über 40% der Energie, dann ist das logisch, dass der Körper eigentlich zum Heilen gerade alle Reserven braucht und nicht jetzt die Hälfte an die Verdauung auch einmal abgeben kann. Und wenn man dann auch noch Müll in sich reinschaufelt, dann muss man das entgiften auch wieder und ja, dann kommt man in einen Teufelskreislauf. Meinst du, dass viele Menschen ja gar nicht mehr die Möglichkeit haben, das, was Tiere können, nämlich einfach zu fasten, wenn sie krank sind? Also viele würden das gar nicht durchstehen. Also es wäre auch für viele sehr gefährlich, weil einfach schon so viele Giftstoffe im Körper sind. Wenn die alle auf einmal ins Blut gelangen würden, dann hätten die ein irrsinniges Problem. Mhm. Ja, Arnold Ehret beschreibt das ja auch in seinen Büchern und seinen Schriften, was passieren kann, wenn jemand, der Fleisch gegessen hat, der fastet und der bricht dann mit Früchten, ne? Das kann seinen Tod bedeuten oder mit Datteln oder so. Aber ich fand es nochmal faszinierend, er hat einen Reisebegleiter gehabt, der gestottert hat. Und die haben ja auch Wanderungen gemacht, gefastet zusammen, waren ja, glaube ich, auch in Europa unterwegs, das war jetzt nicht nur Deutschland. Geil. Und ihn hat er eben auch vom Stottern befreit, der hat dann irgendwann einen riesen Batzen Schleim ausgeschieden, ich glaube, nach einem Fasten und er hat dann Früchte zu sich genommen, ich bin mir nicht mehr sicher. Waren, glaube ich, 39 Tage Fasten und dann hat er 4 Kilo Feigen bekommen. Und dann hat er Schleim ohne Ende und dann war das Stottern weg. Also, Es ist immer so faszinierend, wenn man sich bedenkt, wenn heute jemand stottert, da gibt es ganz andere Parameter, aber ob das die Ernährung ist oder was da vielleicht noch sonst drin auch psychisch mit dranhängen kann, das wird gar nicht so genau betrachtet. Mich hat immer wieder fasziniert in seinem Buch, da gibt es diesen bayerischen königlichen Kammernsänger oder so, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der genau hieß, der hat auch dann
Der hat dann schon einfach schleimarmer Heilkurs mit seiner Familie gemacht und die Kritiken haben sich dann auch verbessert, dass man wirklich festgestellt hat, dass seine Stimme viel besser ist. Dass er gesünder und fitter aussieht. Das ist schon faszinierend. Ich glaube, das liegt eigentlich auf der Hand, dass wenn man den Schleim aus dem Hals rauskriegt, dass die Stimmbänder dann deutlich besser funktionieren. Generell, wie er einfach erklärt hat, wo sich überall dieser Schleim anhängen kann oder wo der überall im Körper sein kann und dass es einfach die Komponente aller Krankheiten ist. Das hat mich schon fasziniert. Und es dauert aber nicht wirklich auch seine Zeit. Was ich gefunden habe, ist, dass er zum Beispiel auch diese langen Wanderungen gemacht hat, dass er sagt, er geht einfach mal 58 Stunden am Stück geht einfach mal wandern und isst dabei eigentlich sehr, sehr wenig. Und das ist das, was ich zum Beispiel auch mit einem Freund demnächst vorhabe. Also das möchte ich jetzt im Juni, Juli, je nachdem, wie das Wetter mitspielt, möchten wir auch 4-5 Tage einfach wandern gehen, ohne dass wir viel Proviant mitnehmen, vielleicht ein paar Früchte und ein bisschen Trockenobst. Aber ansonsten möchten wir uns nur von dem ernähren, was wir dort eigentlich draußen in der Natur finden. Ein paar Waldbeeren, ein paar Heidelbeeren, ein paar Kräuter, ein paar Brennnesseln. Und nur das Wasser frisch trinken, was wir aus dem Bach kriegen und trotzdem jeden Tag viel, viel wandern und wollen einfach schauen, wo wir da eigentlich hinkommen, wenn wir das längere Zeit machen. Hört sich nach einem guten Plan an. Und wie ernährst du dich gerade aktuell, jetzt, wenn du sagst, so schleimfreie Kost ist so dein Fokus? Wie sieht das dann so aus? Was isst du dann gerade so? Ich sage mal, so wie vorhin, 90-95% Rohkost. Mhm. Im Moment freue ich mich eigentlich wieder, dass die ganzen Früchte wieder kommen, dass der Winter vorbei ist. Also im Winter war es schon sehr hart, wenn man dann nur normale Salate mit Karotten und mit Topinambur zum Beispiel oder so isst. Was mir über den Winter sehr stark geholfen hat, waren die Säfte. Also die frisch gepressten Säfte mit dem Angel Juicer. Mhm. Der ist im Moment weniger im Einsatz, weil ich einfach die ganzen Früchte esse eigentlich. Und da vermehrt auf Obst eigentlich schaue. Und Brennnesseln halt. Also gedünstete Brennnesseln finden immer wieder mal Platz in meinem Speiseplan und sonst einfach Rohkostsalate. Wie viele Mahlzeiten isst du aktuell ungefähr? Ich versuche es auf maximal 2 zu halten. Mhm. Wobei ich schaffe es nicht jeden Tag. Also ab und zu, also Mahlzeiten, ab und zu liegt da zum Beispiel ein Kübel mit getrockneten Feigen herum, dann nehme ich mir 2. Weil ich einfach beim Vorbeigehen gerade Lust habe. Aber ich würde es jetzt nicht als Mahlzeiten sehen, sondern einfach so als Zwischensnacks. Wobei ich da auch versuche, dem Körper einfach die Zeit zu geben und diese Zwischensnacks wegzulassen. Einfach weil, ja, das ist wie wenn du jetzt gerade die Waschmaschine anhast und nach 10 Minuten, nachdem sie schon rennt, machst du die Tür auf und stopfst nochmal was rein und ja, ist ja auch nicht gut. Und ja, also manchmal schaffe ich es, dass ich nur eine Mahlzeit am Tag zu mir nehme. Da trinke ich am Vormittag ganz gerne ein Zitronenwasser, so wie er es zum Beispiel auch stark empfiehlt, dass ich einfach eine Zitrone in ein lauwarmes Wasser hineingebe. Dann schaue ich, dass ich erst um 3, 4, zwischen 3, 4 und 5 wieder die nächste Mahlzeit zu mir nehme. Da schaue ich dann, dass ich zuerst das Obst zu mir nehme, so wie er es eigentlich auch in seinem Buch gut beschreibt. Da esse ich ganz gerne zum Beispiel Äpfel mit Avocado oder Bananen mit Wassermelone. Dann lasse ich 10, 15 Minuten Pause und dann nehme ich noch einen Rohkostsalat oder gedünstete Brennnesseln zu mir. Und dann schaue ich, dass ich eben bis zum Abend durchkomme. Oder wenn ich am Abend merke, okay, mein Körper will noch irgendwas, dann gibt es zum Beispiel noch einen Brennnessel-Smoothie. Mhm. Ja, ich danke dir sehr, Elias, für die Einblicke. Hab mich wieder sehr gefreut. Ja, an die Zuschauer jetzt, gerne eure Gedanken dazu, was Elias so erzählt hat, eure eigenen Erfahrungen mit der schleimfreien Heilkost. Wie sieht bei euch gerade eure Ernährung aus? Eher mit schleimbildenden Lebensmitteln, eher mit schleimarmen Lebensmitteln. Fällt ja auch jetzt gerade in der Jahreszeit auch leicht, es gibt so viel Grün, jetzt kommt auch das erste Gemüse, das erste Obst ist nicht mehr weit. Das ist eigentlich die perfekte Zeit, um irgendwie, ja, um die schleimfreie Heilkost einfach mal zu testen oder schleimarme Heilkost zu kosten. Was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, bevor wir das Video beenden, ich freue mich jetzt schon irrsinnig auf die Kirschenzeit. Mhm. Und wir haben meinem Nachbarn so einen riesigen Kirschbaum, also so einen richtigen Papa-Kirschbaum, nenne ich ihn, wo einfach so viele Kirschen oben sind, dass du die unmöglich alle runteressen könntest.
Da werde ich das erste Experiment auch in diese Richtung probieren, dass ich sage, ich esse eine Woche lang nur Kirschen. Hört sich noch ein Experiment an. Ja, also dass man sagt, man geht zweimal am Tag auf den Baum oder einmal am Tag, je nachdem, wie ich schaffe, und da esse ich nur Kirschen. Also wirklich eine Woche lang Monokost und regional, ja, ne? Reife Früchte regional, mal nur Mono, also das ist faszinierend. Genau, und 2-3 Wochen später, wenn die Himbeeren reif sind, möchte ich das gleich mit den Himbeeren aus meinem Garten probieren. Ja, ich habe 8 verschiedene Himbeersorten sicher. Wir haben ja doch einen halben Hektar auf Selbstversorger, also wir haben schon sehr viele Himbeeren und ich habe den Vorteil, es gibt ja die japanische Weinbeere oder ich nenne sie japanische Himbeere, die dann, sobald die normalen Himbeeren nicht mehr reif sind im August, die dann reif wird. Und das ist für mich auch wie eine Himbeere und dann wird die geknuspert da draußen. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Also du bist sehr gut vorbereitet auf die Schleimfrei-Heilkost, fällt mir gerade auf. Also was die Früchte-Mahlzeiten auch vor allem angeht. Und ihr habt ja auch viel Grün, ne? Du kannst rausgehen, Wildkräuter sofort sammeln. Also ist perfekt. Reife, ja, regionale Früchte und Wildkräuter aus dem Garten. Ist wirklich perfekt für die Schleimfrei-Heilkost. Ich bin schon gespannt, was es die nächsten Jahre alles. Vielleicht können wir dann auch nochmal ein Video machen und du berichtest über deine Erfahrungen. Das würde mich ja auch sehr interessieren. Lieber Elias, vielen Dank nochmal für die Zuschauer. Alles Liebe, alles Gute und bis bald. Tschüss, Baba.